Zurück zu Hause nach so gefühlt 30 Rennstreckentagen in 35 Tagen, also so richtig, richtig krass viel unterwegs gewesen. Und natürlich auch, um endlich meinem Job wieder nachzugehen heuer, aber natürlich auch, und das ist ein wichtiger, wichtiger Faktor, um mich selber zu verbessern. Der eine fragt sich jetzt, was will der verbessern? Oh, da ist einiges zu holen. Und glaub mir, das ist ein sehr spannendes Thema. Am besten du bleibst dran, weil da kannst du vielleicht noch das ein oder andere dazulernen. Bis gleich. Tausende Kilometer von Coaching-Instruktionen, die ich für den einen oder anderen von euch gegeben habe, sind zwar für mein Geschäft gut, aber nicht unbedingt zwingendermaßen für mein eigenes fahrerisches Level. Ich möchte behaupten, dass das Level stagniert ist, wenn es nicht sogar so einen kleinen Tacken nach unten gegangen ist, weil mir einfach das Speed gefehlt hat und auch der Blick, das Auge für die Geschwindigkeit gefehlt hat. Und es war mir jetzt einfach sehr wichtig, das wieder aufzustocken. Zumindest wieder dahin zu kommen, wo ich mal schon mal war, wenn nicht auch so ein bisschen zu verbessern. Früher hatte ich immer die Problematik, und ich glaube, das kennt einige, kennen das von euch, wenn man sich sagt, Mann, ich hätte früher Gas geben können, Mann, ich hätte später bremsen können, warum habe ich eigentlich nicht früher Gas gegeben? Und warum gebe ich eigentlich jede Runde an der Stelle nicht früher Gas? Warum kriege ich das eigentlich nicht auf die Kette, dass ich hier nicht früher Gas gebe? Und ja, das kenne ich. Und wenn man das so hat, dann gibt es eigentlich so überhaupt keinen Bedarf, was am Moped zu verändern, sondern lediglich an einem selbst. Und da habe ich immer pro Rennstrecke immer so ein paar Stellen, wo ich immer weiß, ja, da hättest du früher Gas geben können und so. So, und jetzt ging ich wieder los und wir waren das erste Mal in Brünn. Brünn war grip-technisch extrem schlecht und ich hatte das erste Mal im Leben wirklich eine Situation, dass ich gesagt habe, okay, ich kann hier nicht früher Gas geben, weil ich habe keinen Grip. Ich kann hier nicht später bremsen, weil ich habe schon ein komisches Gefühl am Vorderrad. Und ne, also so wirklich irgendwie das erste Mal das Gefühl gehabt, ich habe jetzt das Limit vom Motorrad ausgereizt. Natürlich kritisch bedacht und auch nicht wirklich sicher, ob denn das so wirklich so ist. In der Situation gehe ich persönlich her und schaue mir nicht Hobbyfahrer an, die eine halbe Sekunde schneller sind wie ich, sondern ich schaue mir gerne die Profis an. Was machen die Profis anders, die 3, 4 Sekunden schneller fahren als ich? Was machen die speziell anders? Die haben nicht wirklich ein anderes Motorrad als ich und die sind vielleicht einen Tacken fitter, aber das macht nicht 4 Sekunden. Also ich dachte mir, es müsste eigentlich mehr oder weniger die Kombination aus dem Fahrer und dem Motorrad, das zufälligerweise perfekt auf den abgestimmt ist, was nicht unbedingt zufällig ist. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich auf eine zufälligerweise Abstimmung auf mich als Fahrer? Ich muss mal kurz zurückgehen. Letztes Jahr war ich ein sehr guter Beschleuniger. Ich habe immer richtig gut rausbeschleunigen können, habe da meine Rundenzeit geholt, war aber mehr so eine Pussy auf der Bremse und habe da, denke ich, viel Energie vernichtet oder ich hätte später bremsen können und die Kurveneingänge waren nicht so schnell. Das wollte ich eigentlich immer schon verbessern, habe da auch viel trainiert über den Winter, habe da auch viel Pitbike gefahren und da kann man das wirklich speziell trainieren. Ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht, Kurveneingangsspeed erhöhen, das ist so dieser vom Bremspunkt zum Scheitelpunkt, diesen Bereich zu beschleunigen. Da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt und das habe ich auch verbessert. Und ich habe da auch mit dem originalen Data Recording meiner R1 zum Jahr vorher gesehen, dass die Rundenzeiten zwar irgendwo gleich waren, aber ich habe einen höheren Kurveneingangsspeed gehabt. Aber warum zum Gucken war ich dann gleich schnell? Da müsste ich ja eigentlich schneller gewesen sein, was ich aber nicht war. Wo wir wieder zurückkommen auf das Gefühl am Vorderrad, das nicht so hundertprozentig war, wo ich mir dachte, na, ich vertraue dem Rad jetzt in dem Moment nicht mehr, ich muss die Bremse lösen und konnte dann auch die Scheitelpunkte nicht zu 100% halten. Was natürlich Scheitelpunkt nicht halten bedeutet, ich muss einen Meter weitergehen, somit verringere ich den Radius und die Strecke wird schmäler, also wo ich dann somit am Kurvenausgang wieder Zeit vernichte, die ich am Kurveneingang gut gemacht habe. Sprich, ich habe das Szenario umgedreht, was eigentlich auch nicht so wirklich
ein Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, sondern ich möchte ja, wenn ich schon so gut war im Rausbeschleunigen, möchte ich ja das, was ich an Eingangsspeed dazu bekommen habe, ja kompensieren und drauflegen und summa summarum quasi schneller sein, was aber nicht funktioniert hat. Und dann habe ich ein Bild gepostet auf Instagram in meiner Story, ich zeige es mal kurz, wo ich gefragt habe, was denkt ihr, ist die Gabel zu weich oder nicht? Und dann haben viele geschrieben, ja, die ist zu weich, anhand dem, wo man sieht, wo die Gabel steht. Man muss jetzt aber dazu sagen, das ist nicht der Bremspunkt, sondern das ist schon der Einlenkpunkt oder eigentlich sogar ein Stück weit nach dem Einlenkpunkt. Das heißt, die Gabel ist beim Anbremspunkt noch weiter unten und dann löse ich die Bremse schon wieder und sie steckt da unten drin. Was eigentlich zu dem Ganzen passt, was ich immer gesagt habe, die Gabel muss weit drin sein zum Scheitelpunkt, ja, aber sie darf auch nicht zu weit drin sein, was somit die Frage relativ einfach erklärt, ob denn das Fahrwerk zu weich ist oder nicht. Jetzt kann man aber trotzdem das nicht hundertprozentig sagen nach Gefühl oder nach einem Bild und deswegen wollte ich hundertprozentige Erklärung dafür haben, was mein Fahrwerk oder was mein Motorrad mit meinem Fahrwerk an der und der Stelle macht. Denn ich denke, in meiner Situation, um mich zu verbessern, muss ich natürlich mich mit dem Motorrad verbessern, nicht das Motorrad teurer machen, sondern das Motorrad so hinstellen, dass es für mich passt. Und dazu muss ich verstehen, wie so ein Motorrad eigentlich funktioniert. Und man kann das schon grundsätzlich ein bisschen so pauschalisieren, man kann da auch ein bisschen Gefühl mitbringen, ja, so und so muss es sein und das ist gut und das ist schlecht. Aber so hundertprozentig zu verstehen, wie steht mein Motorrad, in welcher Fahrsituation, hinten, vorne, wie auch immer, in welcher Schräglage, noch auf der Bremse, Bremse schon gelöst, schon am Stützgas, schon am Ziehen, was passiert mit dem Fahrwerk, was passiert mit dem Motorrad, das zu verstehen, funktioniert nur auf eine Art und Weise. Warum ich das Ganze mache, hat natürlich zwei Hintergründe. Zum einen ist da schon, dass ich natürlich mich selbst verbessern will. Zum anderen ist aber auch der Grund, dass ich sage, ich bin derjenige, der euch was lernen möchte und derjenige kann nicht mit dem sich zufrieden geben, wo er ist. Also er muss weitergehen und er muss neue Erkenntnisse sammeln, um ein Motorrad verstehen zu können, um es auch zu lehren im Endeffekt oder um es weiterzugeben. Und das ist im Endeffekt das Invest für mich, das zu verstehen und am Ende des Tages, am Ende des Projekts ein positives Ergebnis in Hand von Rundenzeit zu haben. Ja. Ich erkläre gleich, ob ich da hingekommen bin. So, die ganze Geschichte startete bei Yard. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, wie entsteht ein Rennmotorrad. Das habe ich bei Yard gedreht. Ich habe mein Motorrad 2018 schon bei Yard gekauft. Da habe ich noch gar keine Videos gemacht, wo ich das Motorrad gekauft habe. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe natürlich so ein bisschen meine Problemchen geschildert, dass ich hier keinen Grip habe und dass ich am Vorderrad wenig Gespür habe, so kurz vorm Scheitel, wenn ich noch hart auf der Bremse bin und muss die Bremse lösen und zwingendermaßen dann einen Meter weit gehen, aber die Profis bremsen noch später, wie soll denn das gehen? Und ich habe nicht das Gefühl, dass das noch an mir liegt, ich habe das Gefühl, das Motorrad macht es jetzt nicht und wenn ich jetzt da den Radius fahre mit dem Bremsdruck, dann macht mein Vorderrad und das will ich halt auch nicht. So, und dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir haben von 2D ein Data Recording System bekommen zum Test. Das muss ich wieder zurück. von 2D ein Data Recording System bekommen zum Test mit Fahrwerkssensorik, also sprich Fahrwerk-Niveau-Sensoren hinten und vorne. Das Ganze hat mir Yard eingebaut. Das ist ein bisschen tricky, da muss hier Gewinde am Federbein gemacht werden, so ein Halter dran, damit quasi das Ganze erkannt wird. Das Ganze muss auf 0 gesetzt werden, beim maximal Ausfederweg und dann sieht man da quasi die Einfederwege. Das Ganze ist motorradspezifisch, da sind zwei fette Kästen im Heckrahmen drin, ein bisschen Kabel, Lambda-Sonde, gibt es auch einen Bremsdrucksensor, haben wir jetzt nicht verbaut. Ich denke, da ist am wenigsten zu holen, ich denke, das meiste Potenzial war tatsächlich das Fahrwerk. Das hat mir Yard eingebaut und ich bin dann mit Yard mitgegangen zum Testen nach Rijeka. Wer mich in Instagram verfolgt, der hat die Story so ein bisschen live, naja, mehr oder weniger live mitverfolgt. So, und dann haben wir das eingebaut. Der Unger Christian von Yard, der Ingenieur, was die Daten anbelangt, der hat das einmal so Grundsetup gemacht und die Federwegsensorik genullt. Und dann bin ich halt mal rausgegangen. Rijeka war mir nicht unbekannt. Ich bin
2019, also letztes Jahr schon eine 31 hoch irgendwo so gefahren. Das ist jetzt nicht wirklich extrem schnell, ist nicht langsam, wenige kommen auf 31, aber es ist, ja, also ich hätte mir gewünscht, da einfach schneller zu fahren. Dann bin ich die ersten zwei, drei Turns gefahren und ich habe relativ schnell festgestellt, wo meine Probleme sind. Bin im ersten Turn mit 33, im zweiten Turn mit 32 gleich eingestiegen. Also war unmittelbar nach dem Start da, wo ich ursprünglich gewesen bin und schon immer war vom Speed her. Was okay war, aber ich habe eigentlich schon auf Anhieb die ein oder anderen Dinge am Motorrad angesprochen, die mir nicht gepasst haben, die ich zum Beispiel letztes Jahr nie angesprochen habe. Du hast in Rijeka zum Beispiel hast du einen Faktor, dass sehr hohe Steilkurven sind und das Motorrad sehr viel Kompression kriegt und speziell an der Hinterachse sehr viel Kompression kriegt und sehr viele Kurvenkombinationen unter Zug sind und du somit unter Vollgas im besten Falle von links nach rechts oder von rechts nach links umlegen musst. Und das ist sehr schwierig. Zum einen fahrerisch und zum anderen aber auch fahrwerkstechnisch. Und ich denke, früher war ich der Meinung, dass ich da einfach nicht Gas gegeben habe, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich nicht ehrlich gedacht habe, nee, das geht hier noch nicht oder das geht halt einfach nicht. Aber ich war mit den Profis mit beim Testen. Es war dabei Karel Hanecker, es war dabei Marvin Fritz, es war dabei Nicolo Canepa, es war dabei Horst Zeiger. Und ich habe gesehen, dass die an diesen Stellen voll drauf blieben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche das auch jetzt mal. Wenn die das können, dann naja, versuche ich das einfach zumindest. Und ich habe festgestellt, ich würde mich das trauen, aber es geht nicht. Wo wir wieder bei dem Unterschied sind, ich möchte oder ich hätte gewollt oder ich hätte es gemacht, aber es ging nicht. Es war nicht möglich, das Motorrad unter Vollgas von rechts nach links umzulegen. Das ging nicht. Es war einfach nicht möglich. Also das war nicht mit meiner Kraft, die ich habe und meinem technischen Verständnis fürs Motorrad, war es unmöglich. So, dann ging es los quasi mit den Testarbeiten und ich habe, da ist so ein USB-Stick drin, den nimmst du ab und da sind die Daten drauf und den gibst du dann dem Data-Ingenieur und der schaut sich die Daten an. Und nach 5 Minuten später kommt er zurück und sagt so, habe ich dem noch gar nichts gesagt, und sagt so, du hast Probleme mit dem Umlegen, ne? Unter Last. Sag ich, oh ja, und zwar gewaltig. Sagt er, ja, dein Motorrad steht hinten zu tief, wenn du beschleunigst, weil du zu fett bist. ja, 85 Kilo, okay. Okay, was kann man tun? Ja, jetzt mach mal mehr Vorspannung hinten. Okay, gar nicht lange Rede, kurzer Sinn, einfach hinten 2 Umdrehungen mehr Preload, um das Motorrad ein bisschen hinten hochzudrehen. Wieder gefahren, minimal besser, noch nicht gut genug. Wieder geschaute Daten, na, immer noch viel zu tief. Okay, wir brauchen eine härtere Feder. Feder raus, härtere Feder rein. Preload eingestellt, gefahren, viel besser. Viel besseres Gefühl, Daten sagen, gut. So, was kommt als nächstes? Ich komme an und sage, naja, aber jetzt ist der Grip schlecht. Jetzt gebe ich da Gas und jetzt fange das hinten zum Rutschen an. Dann schaut er sich wieder die Daten an und sagt, okay, deine Dämpfung ist zu langsam. Ja, aber die Dämpfung ist aber vom Fahrwerksspezialisten mit hier drücken und so eingestellt worden. Nee, die Dämpfung ist zu langsam. Da siehst du quasi exakt, wie schnell und wie langsam ist die Zug- und die Druckstufe. Was verblüffend ist, weil dann hat er gesagt, okay, Druckstufe, Zugstufe, 3 Klicks auf. Habe ich gemacht, gefahren, besser. Reingekommen, Daten angeschaut. Zugstufe, Druckstufe, nochmal 3 Klicks auf. Sag ich, was? Ich bin schon auf 24 offen in der Zug. Sag ich, egal, auf. Ist zu langsam. Was ich damit sagen möchte, kein Mensch hätte das Fahrwerk so hingestellt, zumindest jetzt mal von hinten her, von Federbein, wie das durch das Data Recording erkannt worden ist. Und jetzt habe ich 2 Fliegen mit einer Klatsche. Zum einen, ich konnte die Wechsel unter Zug machen, weil sich das Motorrad nicht zu sehr in die Feder gesetzt hat beim Beschleunigen. Und ich habe nicht zu wenig Grip dadurch entwickelt, weil die Dämpfung zu langsam war, wie die Dämpfung schneller gemacht haben, indem dass wir weniger Dämpfung gefahren haben. Und es hat funktioniert. Das war eine irrsinnige Erkenntnis, weil wenn ich das jetzt hinten drücke, das geht so schnell hoch und runter, das hätte ich so nie eingestellt. Aber ich bin halt ein bisschen 85 Kilo, ziemlich viel Muskelmasse und so. Spaß beiseite. Nichtsdestotrotz, es war mega interessant. Und da kommt dazu, dass mir wirklich jeden Turn von Anfang bis zum Schluss
dass ich mich um 0,4 verbessert habe. Wir haben das Motorrad wirklich Stück für Stück für Stück verbessert. Und ein sehr interessanter Part von diesem 2D-Data-Recording ist, dass man ein mehr oder weniger Durchschnittseinfederweg sieht. Also man sieht quasi, entschuldige, ich muss mal hier den Toner schalten. Man sieht quasi, was hat das Bike für einen durchschnittlichen Einfederweg auf die ganze Runde. Und da gibt es halt schon Daten von Yard, von Yamaha, die halt wissen, okay, die Yamaha funktioniert bei dem und dem Einfederweg gut, durchschnittlichen, und bei dem funktioniert sie nicht mehr so gut. Das sind einfach Erfahrungswerte, die die haben. Und dann kann der mit einem Blick sagen, die steht so tief. Und das war eine irrsinnige Erkenntnis, weil ich habe es dann letztendlich fahrerisch am Scheitelpunkt bei einer Kompression in einer Steilkurve wie in Reka vorhanden, hätte ich jetzt nicht sagen können, habe ich jetzt im Moment 25 mm Einfederweg hinten oder 30 mm. Das hätte ich nicht, das spürst du nicht. Also diese 5 mm am Federbein, die spürst, also ich bin sehr sensibel, aber ich habe sie nicht gespürt. Aber ich habe gespürt, dass das Motorrad agiler war unter Zug. Und dann war sie hinten zu tief und dann ist sie beim Beschleunigen noch tiefer geworden, anstatt dass die Kette das Heck rausgehoben hätte über den Kettenzug, weil sie dann über einen gewissen Punkt drüber war und dann die Kinematik nicht mehr stimmte. Also es war mega interessant und wir haben somit eigentlich das Motorrad immer einfacher gemacht. Zumindest von hinten, vom Rausbeschleunigen her und vom Handling. Sondern kam ein Punkt, den hatte ich ja in Brünn schon moniert, mit der Bremse, stark auf der Bremse. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns aber nur mit den Ausgängen und über das Beschleunigen beschäftigt. Und dann kam die vordere Gabel zum Einsatz. Und haben uns das angeschaut und habe ich gesagt, du, ich habe da jetzt auch beim Anbremsen, zum einen, ich bremse so kurz vor dem 200-Meter-Schild und dann macht die hinten schon so und pendelt und ich kann nicht mehr stärker bremsen, sonst pendelt sie mehr. Aber die anderen bremsen hier später. Ja, wir haben dann auch das Data Recording vom Canepa übereinander gelegt, der bremst hier 70 Meter später. Ist jetzt nicht so, dass ich mich das nicht getraut hätte, aber es war fahrerisch von mir und vom Motorrad nicht möglich. Dann haben wir uns das Data Recording angeschaut von der vorderen Gabel und dann ist die runter beim Bremsen und ich habe immer das Gefühl gehabt, sie ist auf Block. So kurz vorm Scheitel, weil es hat sich angefühlt, als wenn es extrem über den Reifen gehen würde. Der Reifen würde sich quasi wehren dagegen und würde es voll auf die Fresse bekommen. Und dann haben wir einen Einfederweg, einen maximalen Einfederweg von 117 mm, sprich da sind 3 mm über, das heißt, sie ist nicht auf Block. Das Witzige daran ist aber zu sehen, dass die Einfederwegskurve beim Anbremsen, die wird eingefedert und dann stand die an. Das war wie ein waagerechter Strich, und aber nicht am maximalen Endfederweg. Das heißt, was ist mit meinem maximalen Endfederweg? Warum bewegt sich da nichts mehr? Das sollte eigentlich beim maximalen Bremsen immer noch so leichte Kurven drin haben, dass man sieht, okay, die Gabel arbeitet immer noch gewisse Bodenwellen auch in maximal Bremsphase aus. Und das hat sie nicht gemacht. Was der Profi dann dadurch resultierend sieht, ist, dass die Gabel zu viel Öl drin hatte. Und da wäre ich in 1500 Jahren nicht drauf gekommen, dass die Gabel zu viel Öl drin hat. Und wir haben den Ölstand dann gemessen und wir haben festgestellt, okay, wir haben ein Luftpolster von 170 mm und wir hätten aber gebraucht 190 mm. So, gesagt, getan, ein bisschen Öl rausgezogen, die Jungs waren da relativ fit, das ging ganz schnell. Öl rausgezogen, wieder gefahren, auf einmal konnte ich... Ich habe natürlich am Anfang wieder an der Stelle gebremst, wo ich vorher gebremst hatte. Aber dann habe ich keine Bewegung mehr gehabt und ich habe mir gedacht, okay, das hat sich jetzt langsam angefühlt, das geht später. Und konnte quasi später bremsen und es hat sich nicht mehr bewegt. Wieder die Daten angeschaut und der Christian meinte so, und jetzt haben wir durch das noch ein bisschen weniger Öl haben, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Druckstufe, weil jetzt federt die Gabel zu schnell. Ein. Und jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Druck und jetzt, dass es ein bisschen langsamer kommt. Dann haben wir wirklich zweimal hintereinander drei Klicks Druck zugemacht und die ist jetzt vom Drücken her schon so, dass ich sage, boah, schon fast ein bisschen hart, ne? Aber ich bin anscheinend so fett, so schwer, die braucht den Druck beim harten Anbremsen. Und dann war auch endlich dieses Gefühl von, ah, mein Reifen, kurz vorm Scheitel, ich muss die Bremse aufmachen, das war weg. Das war wie auf einer Schiene und du hast auch am Reifenbild gesehen, der Reifen hat jetzt bei weitem nicht mehr den Stress, als er vorhatte. Und das war eine Erleuchtung für meine Motorradfahrkarriere. Und ich bin
im letzten Turn, ne, da haben wir dann nochmal zwei neue Reifen drauf. Also, ne, weil die Reifen werden auch älter. Also wir sind quasi immer mit, auch mit den gebrauchten Reifen immer schneller geworden, weil das Motorrad immer einfacher zu fahren wurde. Und am Schluss nochmal zwei neue Reifen drauf und ich bin raus. Und ich habe angefangen mit 31,8, 31,4, 31,2 und ich dachte mir, das geht immer schon schneller. Und dann bin ich 30,9, 30,7 und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Und das war, und ich schwöre es euch, das war, also mein Motorrad war vorher gut. Ich fahre zigtausend verschiedene Motorräder und ihr wisst, meine Yamaha, die hat immer gut und habe ich die geilsten Onboards gemacht ever und die fuhr gut. Bloß jetzt ist es in Verbindung mit mir so auf mich, auf mein Fahrverhalten justiert, dass es wie ein Einklang ist. Und jetzt konnte ich die 1,30 mehrfach fahren und das eigentlich dann aus dem Handgelenk, also wirklich, nicht aus dem Handgelenk, ist vielleicht übertrieben, aber wirklich ist extrem entspannt, als wie ich vorher eine 31 hoch ums Leben, um wirklich nach 200 solche Unterarme und pff, geschwitzt ohne Ende. Und jetzt konnte ich diese 1,30, die konnte ich, anstrengend, ja, aber einfacher. Und ich konnte an den Stellen Gas geben, wo ich wollte und war wieder so weit, dass ich dachte, jetzt hättest du früher Gas geben können. Ne? Obwohl ich viel früher Gas gegeben habe, als ich ursprünglich Gas gegeben habe. Also das ist eine irrsinnige Erkenntnis gewesen. Und ich denke, dass es bis zu einer gewissen Rundenzeit relativ egal ist. Da habe ich eh schon drüber gesprochen. Es geht auch mit viel Serienmotorrädern und Straßenreifen und so. Aber ab einer gewissen Rundenzeit geht es entweder mit riesigen Eiern. Das mache ich aber nicht, weil es ist mir zu gefährlich. Ich will einfach safe und ich will mit meinen 70-80% meiner Leistung kontinuierlich schneller werden und nicht 100% oder 105% meiner Leistung geben und damit auf die Fresse fallen. Und ich will jetzt nicht groß herreden, aber ich bin toi 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 relativ sturzfrei und es soll auch so bleiben. Und das ist auch nur, weil ich immer mit meinen 70-80% fahre und sehr feinfühlig bin und sage, das traue ich mir jetzt nicht mehr zu und das macht es jetzt nichts und nee, das lasse ich lieber. Aber das Motorrad, um so viel zu verbessern, war irrsinnig und abartig zugleich zu sehen, wie einfach es geht. Und das bin ich der absoluten fixen Überzeugung, dass es ohne diesen 2D-Data-Recording nie im Leben möglich gewesen wäre. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Fahrwerkstyp mit Gabeldrücken und Federbeindrücken das Motorrad so hingestellt hätte, wie es jetzt dasteht, in 100 Jahren nicht. Weil das ist alles nur ein Grundsetup, da kann man mal grundsätzlich was damit anfangen und man sieht mal, die Gabel spricht an und das funktioniert schon. Aber auf dein Gewicht, auf deine Haltung, auf dein Fahrverhalten, auf die jeweilige Rennstrecke anzupassen, das geht entweder nur mit sehr viel Glück oder eben mit Daten und das haben wir da gehabt und das war eine irrsinnige Bereicherung für mich als Motorrad-Rennstreckenfahrer, als jemand, der für euch solche Videos macht, um zu erklären, wie was funktioniert. Und da kommen auch noch mal viel mehrere, das muss ich jetzt mal alles ein bisschen verarbeiten, um wirklich daraus jetzt viele Themen rauszuziehen, wo man jetzt das eine oder andere auch fahrerisch dann noch was verbessern kann. Aber ich denke, das ist immer so eine Waage. Das ist fahrerisch Motorrad, fahrerisch Motorrad, fahrerisch Motorrad. Und das ist, darf natürlich, bringt natürlich nichts, wenn das Motorrad da ist und der Fahrer da, weil dann funktioniert es nämlich wieder nicht. Weil jetzt ist das Motorrad beim gemütlich Fahren relativ schwierig zu fahren. Ich habe das dann festgestellt, bei einer Auslaufrunde, wo ich dann, doch, es war heiß und ich dachte mir so, boah, ich kann nicht mehr. Ich bin dann irgendwann im sechsten Gang rein und einfach rundum gerollt die letzte Runde. Und dann habe ich die Scheitelpunkte nicht mehr getroffen. Und das ging vorher schon. Also da, die braucht jetzt wirklich Punch auf die Gabel und auch richtig Zug am Federbein, dass die hinten schön rauskommt und ein bisschen über Sex leidet und so. Dann funktioniert sie mit Bravour. Langsam fahren geht jetzt nicht mehr so. Das heißt, wenn jetzt ein Einsteiger-Motorradfahrer mit dem Motorrad auf der Strecke fahren würde, dann würde er sich wahrscheinlich, würde er erst einmal irgendwo geradeaus fahren. Es ist tatsächlich so. Also deswegen ist dieses Level von Fahrer und Motorrad eigentlich immer gleichmäßig aufzustocken. Bloß die Frage ist wann, wie was fällig. Ja? Und das erfahre ich eigentlich nur mit sehr, sehr vielen Kilometern. Und mit sehr viel Erfahrung und mit sehr viel Know-how und Vertrauen. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schreib es gerne in die Kommentare, wenn du das Ganze ein bisschen so auf Instagram verfolgt hast und das Ganze ein bisschen angeschaut hast. Wenn du da auch mal Interesse hast, schreib doch gerne mal Yard an oder 2D an, ob du da mal ein Angebot bekommst für so ein System.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das Ganze ist nicht ganz günstig. Das kann ich jetzt auch dazu sagen. Ich musste es nicht kaufen. Ich habe es, wie gesagt, zum Test zur Verfügung bekommen. Das mit der Sensorik, allem drum und dran, kostet irgendwo 4.500 Euro. Ist wirklich ein Riesenpatzen. Für einen Profi-Motorsport unverzichtbar. Für einen schnellen Hobbyfahrer, also für einen schnellen Hobbyfahrer, auch irgendwann spruchreif. So Alpe Adria und so Geschichten, die haben das eigentlich fast alle drin, außer der Fichtenbauer Andi. Aber der, wenn das reintun würde, dann würde er wahrscheinlich die Alpe gewinnen. Also, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schreib es gerne in die Kommentare, was du davon haltest. Bitte natürlich ganz sachlich und so. Und nein, das Video ist nicht gesponsert von 2D Data Recording. Das ist lediglich mir zur Verfügung gestellt worden. Ich mache den Bericht echt gerne, weil das einfach eine irrsinnige Erkenntnis war und ein irrsinniges Augenöffnen, wie so ein Motorrad zu funktionieren hat. Also, gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere auch gerne den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal und ciao.